Hola, ¿qué pasa? Mi nombre es Empox y hoy tenemos un ratón muy interesante. Ja, das war, glaube ich, Spanisch und bedeutet so viel wie, es gibt ein neues Maus-Review. Und zwar von der Ozone Argon Gaming Maus im auffälligen Ocelot World Design. Das kennt ihr wahrscheinlich schon von dem Blast-Headset, was ich vor einiger Zeit reviewed habe. Im Karton findet ihr neben der Maus, die an einem 1,8 Meter langen Textilkabel hängt, ein kleines Täschchen mit 4x 4,5 Gramm Gewichten. Diese könnt ihr in den Behälter unter der Maus einsetzen und erreicht damit ein Höchstgewicht von etwa 118 Gramm. Präzise gemessen mit meiner Küchenwaage. Ozone selbst gibt übrigens 125 Gramm an. Da könnt ihr nun entscheiden, ob ihr entweder den Spaniern oder dem Italiener vertraut. Ich weiß, das ist eine schwierige Entscheidung. Das Design erinnert stark an die bekannte Razer Mamba und ist komplett symmetrisch gehalten. Falls Löwenkinder oder so zuschauen, bedeutet, die Maus ist vom Aufbau auf beiden Seiten exakt gleich. Somit ist die Maus dann auch für Links- sowie Rechtshänder geeignet. Auf der einen Seite eigentlich echt super, auf der anderen logischerweise nicht so ergonomisch wie eine speziell für Rechts- oder Linkshänder designte Maus. Die Linecast LM20 oder die Razer Naga, welche es übrigens in zwei entsprechenden Versionen gibt, liegen besonders bei großen Pranken merklich besser in der Hand. Mit dem sogenannten Fingertip-Grip, bei dem man die Maus mit den Fingerspitzen greift, lässt sich die Maus dennoch ganz gut führen. Vor allem, weil durch die genoppten und gummierten orangenen Flächen sehr guter Grip und Griff entsteht. Der bequeme Palm Grip, bei dem die gesamte Hand auf der Maus aufliegt, geht hier nur mit recht kleinen Händen. Und selbst dort fehlt aufgrund des symmetrischen Designs eine Auflage für den Ringfinger. Die Oberseite fasst sich durch eine Soft-Touch-Beschichtung sehr gut an und ist insgesamt hochwertig verarbeitet. Diese Gummierung findet sich auch bei den Daumentasten wieder. Die erreicht und trifft man mühelos und die sind wie alle anderen Tasten frei über die mitgelieferte Software mit allen möglichen Funktionen zu belegen. Für den Linkshänderbetrieb gibt es die gleichen Tasten auch für den linken Daumen. Leider geht nur entweder oder und nicht alle vier Tasten auf einmal. Man käme zwar mit dem Ringfinger schwieriger an die gegenüberliegenden Seiten ran, aber für eher selten genutzte Funktionen wäre das doch ganz praktisch gewesen. Ein wenig unverständlich, dass hier immer eine Seite deaktiviert wird. Die beiden Tasten auf der Oberseite sind standardmäßig mit DPI hoch und runter belegt. Kann man in der Software natürlich auch beliebig ändern. Die Positionierung hinter dem Mausrad ist quasi Gaming-Maus-Standard und verhindert versehentliches Drücken. Das Zwei-Wege-Mausrad dreht sich vergleichsweise leicht und hat einen schönen Druckpunkt. Wirkt ebenfalls haltbar und hochwertig. Hat übrigens in meiner Testphase von stolzen 6 Wochen nicht einmal rumgezickt. Hochwertige Omron-Schalter sorgen bei der linken und rechten Maustaste für einen ausgezeichneten Druckpunkt, wie man ihn von Mäusen in dieser Klasse gewohnt ist. Untenrum gibt's auch nichts zu meckern. Schöne große Gleitfüße, der Gewichtebehälter sitzt gut und rappelt nicht und auch der 8200 dpi Lasersensor verrichtet seine Arbeit zuverlässig und präzise. In der Software lassen sich alle erdenklichen Einstellungen zur Präzision, Wiederholrate und Schnelligkeit einstellen und in 5 Profilen auf den mausinternen Speicher abspeichern. Schließt ihr die Maus an einen anderen PC an, habt ihr eure Einstellungen, Makros und die Profile also direkt am Start. Natürlich leuchtet die Maus auch. Das Logo, die Seiten und die DPI-Schalter im freshen Orange und das Mausrad wird indirekt weiß beleuchtet. Als Option gibt's nur an, aus und einen Pulsieren-Effekt. Preislich liegt die Argon in der Ocelot World Edition bei knapp 60 Euro. Und das ist in dieser Liga weder teuer noch wirklich günstig. Pluspunkte gibt es für das auffällige Design, die angenehme Haptik, beidhändige Nutzbarkeit und die sehr gute Verarbeitungsqualität. Minuspunkte sammelt der spanische Naga eigentlich nur in der Ergonomie. Und das vor allem bei großen Händen. Da ist dieses symmetrische Design jetzt nicht ganz so geglückt. Ja, eine Kaufempfehlung geht daher raus an Linkshänder und Hobbits. Ja, so kann man das Ganze, glaube ich, stehen lassen. Ja, das war's mal wieder. Lasst mir, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da und schreibt doch mal in die Kommentare, welche Maus ihr so zum Zocken verwendet. Würde mich mal interessieren. Ich zocke ja selber seit geraumer Zeit mit der Naga 2014, weil ich die ganzen Tasten an der Seite brauche. Schreibt einfach mal rein, was ihr so habt.
die meisten schreiben wahrscheinlich eh MX518, habe ich auch als Laptop-Maus, aber ist natürlich nicht das Maß aller Dinge. Auf dem Markt gibt es richtig krasse Sachen. Schreibt mal rein, was ihr so verwendet. Als nächstes kommt übrigens ein 30-Euro-Headset-Test mit Bass aus der Hölle. Seid auf jeden Fall gespannt. Bis dahin bin ich draußen. Peace! Pluspunkte gibt es für das auffällige Design, die angenehme Haptik, Beidhändigkeit. Was war das? Ist es Motombo hier oder was? Oh Gott. Und sind wie alle anderen Tasten frei über die mitgelieferte Software mit allen möglichen Funktionen zu belegen. Für den Linksender-Betrieb wollte ich sagen. Alter, scheiße.